Herzlich willkommen zu 350 zur zweiten Folge LS22 Frankreich. Ja, ich habe ein bisschen weitergespielt und zwar habe ich so ein Gerät hier gekauft, mit dem man die Bauern einsammeln kann. Außerdem habe ich fertig die Bauern hier gepresst mit unserer kleinen Presse. Ich stehe jetzt da drüben. Ich habe schon einige Bauern auch eingesammelt. Außerdem fährt da drüben gerade der andere Traktor. Der Valtra und seht da drüben noch was an. Sonst habe ich noch das ganze, ja, Weizen, glaube ich, hatten wir hier drauf verkauft. Dann hätte ich gesagt, machen wir den hier noch voll. Und zwar wollte ich dann heute auch noch in etwas anderes investieren. Und zwar in einen kleinen Hoflader. Mit ja, Ballengabeln und so. Und hier stehen jetzt die Türme, oder liegen besser gesagt, hier herum. Und ich hoffe, dass ich den aufheben kann mit denen und die dann ein bisschen besser stapeln hinten nämlich. Normalerweise sollte das so rausfallen nämlich hier, aber vorhin ist es irgendwie komischerweise nicht so rausgefallen. Und ja, da weiß ich dann nicht, was das Problem war. Und daher muss ich dann hoffen, dass es überhaupt dann noch geht einzusammeln. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Ballen, viele nicht. Okay, der macht einfach das Ganze voll, okay. Ich glaube, das Gerät habe ich sogar gemietet, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber es gibt bei den Gebrauchtsachen immer das gleiche, okay, ja. Ja, hier, gemietete Geräte. Theoretisch kann ich das Ganze jetzt wieder wegmieten, zurückgeben. Dann hängen wir den hier an. Ich glaube, dann stellen wir den auch gleich hier ein. Ne, ich glaube, die Richtung, weil vielleicht fährt er dann hier an oder so und das wäre dann natürlich auch nicht gut. Okay, und dann können wir uns gleich direkt daran machen, das neue Gerät zu kaufen. Das werde ich kaufen, weil das werde ich ja immer brauchen. So, und zwar hätte ich gesagt, vielleicht so einen kleinen hier, so einen Schäfer oder vielleicht sogar auch den Klaas, aber der Klaas ist vielleicht ein bisschen zu groß noch. Was auch noch in Frage käme, wäre ein Teleskoplader. Am besten gerade nicht der teuerste. Ja, die kosten alle über 100.000. Der Glas hier wäre schon irgendwie gut. Und zwar kaufen wir den. Frontladewerkzeuge, ja. So, was wäre denn hier am besten? Vielleicht mal ein Ballenspieß. Dann kaufen wir den mal. Und dann wären wir hier bei dem. So, fahren wir zurück. So, und dann wären wir auch schon hier. Wie hoch kann der überhaupt hochheben? Ja, das sollte reichen für den Anfang eigentlich. So, dann schauen wir mal, ob wir das anstechen können hier. Okay, das schaut mir jetzt nicht so aus, ob das funktioniert. Ich probiere es jetzt mal bei den Stehenden hier. Ah, da, das geht, okay, das geht. Ah,
8.900 Liter Stroh. Und dann schauen wir mal, wo wir das verkaufen können vielleicht. Ein Preis pro 1.000 Liter, okay. Ja, das lohnt sich. Ja, lohnen tut sie sich eigentlich nicht. Deswegen hätte ich gesagt, mache ich das jetzt mal kurz hier. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Jetzt wird das fertig. Wir stellen mal den Traktor ab hier und schauen mal, wie weit das der ist. Ja, hier könnten wir jetzt schon wieder den hier herbringen, aber ich hätte vielleicht gesagt, wir füllen zuerst das Saatgut nach. Dafür kaufen wir jetzt ein Saatgut. Kaufen. Und dann fahren wir mal mit dem. Da vorne ist auch schon wieder der Händler und dann können wir wieder hier die Sämaschine auffüllen. So, ist das Ganze wieder voll. Dann lasse ich jetzt einfach hier stehen. Wären wir für heute auch schon fertig. Ich muss dann schauen, was wir in der nächsten Folge machen. Vielleicht verbessern wir in der nächsten Folge unseren Hof. Aber vielleicht verkaufen wir dann demnächst unser Silo hier. Da ist eh nichts drin. Und platzieren vielleicht einen Hühner- oder einen Schweinestall oder einen Kuhstall hier rauf. Ist hier irgendwas drin im Heusilo? Nee. Hier ist nichts drin. Aber ja, das hätte ich gesagt. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Und